Im Double Feature Bundesvorsitzender Paki und ich als Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Berlin. Zuerst mal nochmal hier für die Kamera. Ich gratuliere dir herzlich zur Wahl. Und ich finde es vor allem total cool, dass du jetzt gerade so aktiv auch in Berlin unterwegs bist und endlich all die Organisationen besuchst, die leider von unserem letzten Bundesvorsitzenden sträflich vernachlässigt wurde. Obwohl er immer davon gesprochen hat, dass ihm nur die digitalen netzpolitischen Themen am Herzen liegen, hat das leider versäumt, mal die wichtigen Organisationen zu besuchen. Erzähl mal, was du alles so jetzt abgefeiert hast, wen du alles besucht hast. Also ihr wisst ja, dass ich international so ein paar Connections habe. Ich habe am Montag den Jacob Applebaum getroffen. Das hat unter anderem auch mit meiner Arbeit für die PPI zu tun gehabt, weil ich einfach wissen wollte, was ist da eigentlich mit dem passiert. Der hat mir die Story erzählt, so wie die abgelaufen ist. Und ich denke, wir müssen darüber reden, wie wir uns dazu positionieren in der Piratenpartei. Wir können damit rechnen, dass wir da einigen Shitstorms ausgesetzt werden, je nachdem, wie wir uns positionieren. Aber da ist viel schiefgelaufen. Und dann habe ich heute Markus Beckedahl getroffen. Das war sehr aufschlussreich. Ich habe mit ihm eine Stunde ungefähr geredet, mich einfach mal vorgestellt, erzählt, was ich so vorhabe. Und vor allem habe ich zugehört, ihn mal gefragt, was eigentlich so, wie er so die Piraten in den letzten Jahren empfunden hat, was alles schiefgelaufen ist, was nicht so gut lief, was besser lief. Und ich möchte das ganze Gespräch kann ich nicht jetzt erzählen. Also es waren ein paar Sachen, aber er sagte auf jeden Fall, dass wir uns verbessern müssen, um es mal ganz freundlich zu sagen. Wir haben die Netzpolitik auch sträflich vernachlässigt. Also er weiß nicht so recht, wer von uns da jetzt auf welchem Thema wirklich sitzt und was macht. Und da sollten wir uns auf die Hinterbeine setzen und langsam wieder Profil gewinnen. Hat mir einige Tipps gegeben, auch für die Pressearbeit. Wir bleiben in Kontakt. Ich werde nächste Woche mit Konstanze Kurz noch ein Telefongespräch haben und wir wollen uns auch nochmal treffen. Heute Abend besuche ich den CCC in Berlin, treffe noch Privacy-Aktivisten aus der Datenschutzszene hier aus Berlin und morgen ist dann hauptsächlich Wahlkampf auf der Straße und am Donnerstag ist dann dieses EuGH-Urteil zur Störerhaftung mit Tobias McFadden. Genau, da haben wir eine Pressekonferenz und je nachdem wie das Urteil ausfällt, hoffe ich mal, dass die Presse dann über Piraten berichtet und nicht über einen Freifunker. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir zu solchen Terminen halt die Presse konzentriert einladen. Das hatte ich halt mit veranlasst. Dann habe ich, glaube ich, ein volles Programm hinter mir. Dann fahre ich wieder nach Düsseldorf und kümmere mich dann um die Bundesthemen, sage ich mal. Und ganz wichtig, Samstag gehe ich nach Köln noch auf die TTIP-Demo. Ja? Da will ich halt auf jeden Fall Präsenz zeigen. Genau. Aber ich kann halt nicht die ganze Woche bleiben, weil ich habe noch eine Tochter. Ja? Kennst du selber. Aber wie sieht es bei dir aus, Bruno? Was hast du für ein Gefühl? Was macht der Wahlkampf? Ich habe ein sehr gutes Gefühl, wie gesagt, an Ständen. Das beste Beispiel waren gerade zwei ältere Damen, die ich angesprochen hatte. Darf ich Ihnen Wahlprogramm überreichen? Zuerst haben sie abgewunken und dann meinte ich noch, ja, wollen Sie nicht mal sehen, was die Piraten zu sagen haben? Und dann beide strahlen, ach, Piraten, ja gerne, und haben mir direkt das Programm aus der Hand gerissen. Das ist eigentlich exemplarisch dafür, dass wir immer wieder feststellen, dass die Menschen extrem positiv, die Berlinerinnen und Berliner extrem positiv auf uns Piraten reagieren. Es ist manchmal ja sogar so, du liest die Medien und denkst ja, ach je, ist ja echt schwer und jetzt mache ich noch einen Stand. Und du merkst plötzlich, dass dir das Publikum so viel positives Feedback entgegenbringt, dass du dich sogar ein Stückchen geliftet fühlst. Also es ist großartig von der Seite her, auch wenn wir bedenken, dass wir gut 40% Unentschiedene haben in Berlin, bin ich fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen werden. Die Themen liegen auf der Straße, vor allem unsere Themen. Berlin hat in so vielen Bereichen, wir reden gerne als Berliner Piraten vom Zukunftslabor Berlin, aber momentan ist Berlin kein Zukunftslabor, sondern eher so eine Vergangenheitsbewältigung und sonst nichts. Sehen wir uns die Verwaltung an, wo man es immer noch nicht hinbekommen hat, eine vernünftige Software aufzubauen. 5 Jahre wurde daran gearbeitet, Herr Henkels Ressort, er wollte das jetzt hinbekommen. Bis vor ein paar Wochen hieß sogar, unter Umständen ist die Wahl gefehlt. Kannst du nicht ein paar Piraten da irgendwie in die Verwaltung reinschleusen, die den mal ordentlich Open Source Software vorstellt? Das ist halt das Problem, freie Software.
Das macht Herrn Henkel Angst, wie so vieles. Herr Henkel hat eh vor Berlin Angst, empfindet Berlin als eine Parallelgesellschaft. Herr Henkel ist ein Gefahrengebiet, habe ich gehört. Herr Henkel ist ein Riesengefahrengebiet. Wir hatten deswegen auch schon aufgerufen, dass wir mal die Polizei anrufen, das Büro Henkel räumen lassen und davor gewarnt, dass dann renitenter älterer Herr im Büro sitzt. Nein, aber ja, es gibt da so viele Bereiche, wo wir feststellen, dass Herr Henkel vielleicht geeignet wäre, in einer bayerischen Kleinstadt als Bürgermeister zu arbeiten. Aber vor Berlin hat er Angst, und zwar in allen Belangen. Ich bleibe mal kurz bei der Verwaltung. Freie Software ist für viele dieser Politiker ein Angstbild. Und wenn wir uns aber mal in anderen europäischen Ländern anschauen, Finnland, Estland, wo die digitale Verwaltung seit mehr als 10 Jahren Realität ist, wo zum Beispiel man sich bereits schon vor 10 Jahren via Knopfdruck im Internet scheiden lassen konnte oder seine Religionszugehörigkeit geändert hat oder seinen Namen oder sogar sein Geschlecht geändert hat. Das konntest du immer digital jederzeit machen, musstest nicht auf Ämter dazu gehen. Muss ich sagen, es ist ein Armutszeugnis, wie schlecht wir hier aufgestellt sind. Aber es liegt natürlich auch noch an vielen anderen Aspekten. Wir haben nach wie vor kein freies WLAN in Berlin. Das hätte flächendeckend realisiert werden können, wenn auf sämtlichen Behörden, Gebäuden WLAN-Router drauf sind. Das hat einen wirklichen Nutzen für eine Gesellschaft, für eine Commons-Kultur, sei es in der Verkehrssteuerung, über Systeme wie Flow oder ähnliches. Stichwort Infrastruktur. Ich meine, ich bin ja jetzt ein paar Tage jetzt hier in Berlin, relativ viel Stau, sehr viele Autos. Habt ihr sowas wie Fußgängerzonen, wie autofreie Innenstadt, wie auch Ruhezonen? Also mir kommt das so ein bisschen so vor, als wäre das wie in den 90ern hier. Es gibt natürlich schon ein paar Kieze, wo einzelne Straßenzüge verkehrsberuhigt sind und Spielstraßen sind und ähnliches. Es gibt sogar so ein paar Konzepte mit so Spielstraßen, die nur temporär sind. Aber sind wir mal ehrlich, Berlin ist nach wie vor immer regiert gewesen von einer sehr autofreundlichen Lobby. Das führt dazu, dass übrigens mittlerweile sogar die Grünen nicht mehr ganz klar sagen, sie stellen sich gegen den A100-Ausbau. Ramona Popp hatte schon gesagt, das ist für sie kein Hinderungsgrund mehr für eine Koalition, was ich schon erschreckend fand. Wir müssen wegkommen. Es werden natürlich, wenn wir weiter so arbeiten wie bisher mit dem Verkehr in Berlin, werden es mehr und mehr Autos und der Chaos wird größer und größer. Was ist da eure Antwort? Unsere Antwort ist natürlich der fahrscheinlose ÖPNV, den auszubauen in einer Art und Weise, dass die Menschen von sich aus automatisch umsteigen. Habt ihr das mal durchgerechnet? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, Studien oder irgendwas? Wir haben eine Studie. Also das ist das Schöne. Unsere Fraktion hat eine Studie erstellen lassen. Die wurde jetzt präsentiert. Es wurde gezeigt, dass es machbar ist. Inklusive all der Dinge von Sozialticket bis sonst was. Es würde funktionieren. Das Problem ist nur, dass die Autolobby einfach nach wie vor zu groß ist. Wir müssen dafür werben. Und ich glaube, wir haben mal die Berlinerinnen und Berliner auf unserer Seite. Denn jeder möchte die Lebensqualität in seinem Kiez erhalten und leidet unter dem Smog, unter dem Lärm, unter den vielen Autos. Als Fahrradfahrer bist du heutzutage Kamikaze-Rider hier in der Stadt. Ich selber fahre extrem gern Fahrrad, aber in Berlin, ich will, dass meine Tochter noch eine Weile ihren Papa hat und mein junger Sohn erst recht. Und da muss unglaublich viel getan werden. Deswegen haben wir ja spaßesweise gesagt, bevor die AWOs ausgebaut wird, hätten wir gerne 6-spurige Fahrradwege. Habe ich gelesen, ja. Wie sieht das aus mit Wohnraum und den Flüchtlingen? Da ist ein unglaubliches Platzproblem in der Stadt. Das kennen wir aus anderen Städten, Großstädten vor allem auch. Da hat Berlin nicht gerade mit, also die Berliner Verwaltung nicht gerade mit Lösungsansätzen geglänzt. Wie sieht da eure Forderung aus? Ganz im Gegenteil. Also die humanitären Bedingungen, unter denen Menschen, die zu uns geflohen sind, hier leben müssen, was da passiert ist, auch an Versorgungsengpässen, ist schockierend, wo du feststellst, dass im großen Umfang es eigentlich vor allem darum ging, bestimmte Firmen da mit guten, lukrativen Jobs auszustatten, wo dann das Personal teilweise noch aus Rassisten bestand und die Menschen schrecklich behandelt hat. Wenn wir uns anschauen, dass wir momentan pro Tag gerade mal 30 neue Flüchtlinge haben, hätte dieses Problem längst gelöst werden können, ist es aber nicht, siehe Lageso, siehe Unterbringung Tempelhofer Feld. Und genauso auch die ganze Wohnungsproblematik, das geht ja Hand in Hand, das ist ja genau dasselbe Problem. Warum sind die Mieten so hoch, warum steigen die in vielen Bereichen? Weil bereits zwischen 2002 und 2011 von Rot-Rot massiv privatisiert wurde. Die Grünen behaupten immer, sie hätten damit nichts zu tun, hatten damals aber noch mehr Privatisierung
gefordert, nachweislich. Was wir heute fordern als Piraten ist neben natürlich neuen Wohnraum schaffen, aber wesentlich Wohnraum zu kommunalisieren. Aber ist da Geld dafür da? Also ich meine, Berlin ist doch arm, aber sexy, oder wie war das? Der Wovereit hat doch mal da so einen Spruch losgelassen. Ist Berlin immer noch arm oder hat dieser Boom jetzt mit Startups und so ein bisschen Geld in die Kassen gespült? Also es ist natürlich, die Steuereinnahmen sind gestiegen, aber natürlich wird das Zurückkaufen von Liegenschaften, die wir 2005 zum Beispiel verkauft haben, natürlich keinen Gewinn erstmal bringen, denn die wurden damals für ein Appel und ein Ei verzockt und zu den Preisen kriegst du es nicht zurück. Aber viel wesentlicher ist, dass diese Wohnungen, die wir jetzt rekommunalisieren, in 10 Jahren bestimmt nochmal doppelt so viel wert sind, denn die Problematik in Berlin wird nicht verschwinden. Was wesentlich ist, dass wir beim Rekommunalisieren auch darauf achten müssen, dass es sehr, sehr viel großen Wohnraum gibt und der Bedarf aber gerade bei kleineren Wohnungen sehr groß ist, bei barrierefreien Wohnungen, dass wir dann also auch anfangen, gerade Wohnraum, den wir zurückgewinnen, ich sage jetzt mal ganz bewusst, größere Häuserblocks, Jahrhundertwende-Baustil mit großen Wohnungen, dass wir da Konzepte finden, die A, einmal barrierefrei zu machen und dann eben zu diesen kleineren Wohnungen umzubauen, um dort eben diesem dringenden Bedarf nachzukommen. Und das in Kombination mit einem Neubau und natürlich auch mit der Idee der Smart City, die sich bei einer Stadt, die so massiv am Explodieren ist, weil sie ein Magnet ist, glaube ich, haben wir schon eine Chance, sowohl das Wohnungsproblem für Berlinerinnen und Berliner als für jeden Menschen, der zu uns kommt, aus welchem Grunde auch immer, dem Wohnungen zu verschaffen. Stichwort Lebensgefühl, Stichwort Lebensqualität. Du bist ja ein Vertreter der Piratenpartei auch auf internationaler und auf nationaler Ebene für das Urheberrecht. Du setzt dich sehr stark für die Möglichkeiten von jungen und freien Künstlern ein. Kulturpolitik, Stichwort Kulturpolitik. Was macht ihr da in Berlin? Was tut ihr für die jungen Künstler und Kreativschaffenden? Wir verstehen uns natürlich schon ein Stückchen weit auch als Vertreter der Koalition der freien Szene. Das ist eine ganz wichtige Organisation, denn Kulturpolitik hieß in der Vergangenheit nur Förderung von Großprojekten, von etablierter Kultur, von großen Theatern. Große Theater, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine Art von bedingungsloses Grundeinkommen für Besserverdienende, denn jedes Eintrittsticket wird subventioniert. Dort natürlich Transparenz schaffen, einmal bei der Verteilung, aber wesentlich darauf zu achten, dass eben die freie Szene mehr Gelder bekommt, ist uns wichtig. Also Umverteilung. Umverteilung, aber halt auch mehr Transparenz bei Förderprojekten. Das geht dann soweit natürlich, dass wir A, eine Diversität brauchen bei den Gremien, wie die besetzt sind, wenn es um die Auswahl geht, die Jurys bei den Förderprojekten, aber auch solche grundlegenden Gedanken zu sagen, die Citytax, die Einnahmen in Berlin mit der Citytax kommen von Touristen, die vor allem wegen der Kultur nach Berlin kommen. Deswegen muss diese Citytax zu 100% an die Kultur und wir sagen 50% in die freie Kultur. Das heißt, gerade die freie Kultur, die freien Kulturträger sind auch viel mehr fähig zu beurteilen, wer wo Gelder braucht. Aber wir haben noch viel, viel mehr vor. Wenn wir uns nämlich anschauen, in der heutigen Zeit, wo die Zahl der selbstständig werdenden, auch Künstler, mehr und mehr wird und Berlin davon lebt, dass es diese selbstständigen Kulturschaffenden gibt, aber gleichzeitig sehen, dass die zu großen Teilen im echten Prekariat leben, nicht einmal Krankenversicherung haben, müssen wir natürlich mehr beim Zugang zur Künstlersozialkasse helfen, müssen aber auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die IBB, die zuständig ist, Kredite zu geben, eben gerade auch diese kreativen... Mikrokredite, 5.000 Euro oder sowas, einfach als Starthilfe. Genau, dass das schneller gegeben wird. Wenn ich ein Großprojekt, ein kulturelles, habe, eine neue Operbau, bekomme ich sofort was von der IBB, auch Riesensummen. Wenn ich aber als kleiner, ehemaliger Hartz-IV-Empfänger, der jetzt in die Existenzgründung geht, einen Mikrokredit brauche, Fehlanzeige. Und das Tragische ist halt, die Ordnung zwischen Land und Bund ist, dass die Erstfinanzierung immer vom Land ausgehen muss. Das heißt, da ist Berlin besonders in der Pflicht, denn der wirkliche Motor, das Herz dieser Stadt, warum diese Stadt so populär ist, warum mehr und mehr Menschen kommen und wo auch wirklich Gewinn erwirtschaftet wird, ist die Kulturszene. Und innerhalb der Kulturszene sind es vor allem die, ich nenne es mal, die Avantgarde,
die Menschen, die vielleicht nicht unbedingt davon leben können, die aber die Impulse in dieser Stadt setzen, dass Kultur sich regelmäßig erneuert, neue Impulse aus der Großstadt sendet. Und genau deswegen müssen wir uns um diese Menschen kümmern. Und wir dürfen nicht eins vergessen, in der Gesellschaft der Zukunft, wo Automatisierung mehr und mehr Jobs verschwinden lässt in der klassischen Dienstleistung, werden wir mehr und mehr Menschen haben, die im Sozialbereich, im Bildungsbereich, aber eben auch im Kulturbereich freischaffend tätig sind. Und da müssen wir jetzt die Grundvoraussetzungen bauen, damit Berlin dort dieses Zukunftslabor Berlin bleiben kann, von dem wir als Piraten träumen. Danke fürs Gespräch. Piraten gehören als soziale, kritische und freiheitliche Stimme der Vernunft in jedes Parlament. Wir sind bunt, wir sind transparent und wir sind neugierig. Und wir sind eine Protestpartei, aber eine konstruktive, gegen die Destruktion und für mehr Bürgerbeteiligung im Parlament und dass die Transparenz nicht aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin verschwindet. Piraten werden. Weltpiraten. Denn sie sind sehr gut.